Bemerkenswert, dass sich bei diesem Thema die Wortmeldungen aus den Reihen der Koalitionsparteien sehr in Grenzen halten, und die wir es gehört haben, haben wir es aber in sich. Die Frau Schwarz hat eine total Themenverfehlung im Betreff auf dieses Volksbegehren, das ja auch von vielen Bürgern unterschrieben wurde, abgeliefert, denn es steht explizit in der Begründung, bei diesem Volksbegehren geht es nicht um eine Diskussion über die Vor- und Nachteile einer Corona-Impfung, über die Sinnhaftigkeit der Corona-Impfung und dergleichen. Es geht um Grundsätzliches, es geht um eine verfassungsrechtliche Verankerung einer Impffreiheit in Österreich. Das ist einmal der eine Punkt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich möchte auch da anknüpfen. Ich will auch keine Diskussion über Für und Wider Impfen hier führen. Das soll bitte jeder für sich selbst entscheiden. Ich bin grundsätzlich ein Impfbefürworter. Ich war vor mittlerweile 20 Jahren mit dem österreichischen Bundesheer in Kosovo auf Auslandseinsatz und habe da, glaube ich, an einem Tag 6 oder 7 Impfungen bekommen. Aber der Unterschied zur jetzigen Situation ist erstens, ich habe mich da freiwillig dazu entschieden. Ich habe gewusst, unter welchen Bedingungen man diesen Auslandseinsatz beim Bundesheer antritt. Und der andere und wesentliche Unterschied war, das waren alles langjährig erprobte und vollständig zugelassene Impfstoffe, was jetzt bei Corona nachweislich, und das wissen Sie alle, nicht der Fall ist, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist das eine. Und Sie behaupten immer, es gibt keine Diskriminierung. Sie kommen immer mit Ihren 3G daher. Getestet, genesen, geimpft. Und wenn man eines dieser Gs erfüllt, dann wird man ja nicht diskriminiert. Wenn man aber das vierte und wesentliche G, nämlich gesund hat, wenn man gesund ist und sich eben aus welchen Gründen auch immer diesem Testzwang und Testwahnsinn, der in Österreich um sich greift, wo sie nicht einmal davor zurückschrecken jetzt, dass sie einen Ninja-Testpass für Kinder ab 10 Jahren einführen. Ja? 1, 2, 3, frei, Corona-frei, frei, dick, dick, frei, dick geschrieben. 1, 2, 3, Corona-frei, meine Damen und Herren, wo Kinder nur mehr mit diesem Testnachweis ins Schwimmbad dürfen, ins Freibad dürfen, in den Eissalon dürfen, auf den Fußballplatz dürfen. Meine Damen und Herren, was ist hier los mit Ihnen? Das ist Konditionierung, das ist soziale Ungleichbehandlung. Hören Sie auf! Hören Sie auf, und in diesem Zusammenhang, wenn man bedenkt, was Sie seit über einem Jahr mit den Kindern in den Schulen aufführen und jetzt mit diesem Ninja-Impfpass, der für mich die vorläufige Perversität Ihrer Corona-Politik darstellt, hören Sie auf, sich an unseren Kindern zu vergreifen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das kann es nicht sein. Und das weitere wichtige G in Ihrer 3G-Politik, das Sie vollständig vergessen, ist das G für Grundrechte. Und Grundrechte sind unteilbar, meine Damen und Herren. Sie sind unveräußerlich und nicht konditionierbar. Und wer anfängt, Grundrechte zu teilen, handelt in Wahrheit gegen unser demokratiepolitisches Verständnis. Denn Grundrechte hat man grundsätzlich. Und die sind kein Privileg, die man vom Staat nur für ein vom Staat gewünschtes Wohlverhalten zugesprochen bekommt. Das kann es nicht sein, das ist spalterisch, das ist ein massiver gesellschaftlicher und sozialer Druck. Und zum Kollegen Schall-Meiner, Teile Ihrer Rede waren wirklich unerhört. Sie sagen, Sie fordern uns auf, uns impfen zu lassen. Sie fordern uns auf quasi, weil sonst sind wir ja nicht solidarisch. Dieses Recht haben Sie nicht, Herr Schall-Meiner, irgendjemand aufzufordern. Das ist die Entscheidung jedes Einzelnen mit dem Arzt seines Vertrauens, und der Arzt wird das gegebenenfalls empfehlen. Aber es wird sich der Arzt nicht hinstellen und sagen, ich fordere dich auf. Lassen Sie den Menschen die Wahlfreiheit. Freuen Sie sich, dass es ja eine hohe Impfbereitschaft gibt in Österreich. Mich würde aber bedenklich stimmen, dass die Impfbereitschaft ja steigt, nicht ausschließlich, weil sich die Menschen schützen wollen, sondern weil der soziale und politische und gesellschaftliche Druck auch am Arbeitsplatz, wo schon darüber diskutiert wird, dass man die Arbeit verliert, wenn man sich nicht impfen lässt, immer mehr steigt. Ob das einer ordentlichen Debatte über die Impfthematik zuträglich ist, müssen Sie sich selbst beantworten. Ich glaube es nicht.